Dresden ist eine der größten und schönsten Städte Deutschlands. Es gibt wunderschöne Architektur, ein umfangreiches kulturelles Angebot und heute sogar Schnee. Und wir besuchen heute Sarah. Du kommst aus Kolumbien und lebst in Dresden. Ja, genau. Ich wohne hier seit 2018. Sarah guckt auch Easy German und hat uns geholfen, eine Liste zusammenzustellen mit Dingen, die ihr sehen solltet, wenn ihr mal für einen Tag oder ein Wochenende hier seid. Und die erkunden wir jetzt. Los geht's! Die erste Station, die wir euch in Dresden empfehlen möchten, ist die Augustusbrücke. Die Augustusbrücke ist eine 100 Jahre alte Steinbrücke und sie verbindet die Neustadt von Dresden mit der Altstadt von Dresden. Und diese Brücke führt über den Fluss die Elbe. Die Elbe ist ein bekannter Fluss in Deutschland, ein großer Fluss. Und auch Dresden ist für die Elbe bekannt und vor allem auch für das schöne Elbufer. Und von hier hat man einfach einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt. Wir sind jetzt gerade von der Augustusbrücke hierher gelaufen in das historische Zentrum von Dresden. Und das ist wirklich eine schöne Gegend, um einfach auch Spaziergänge zu machen. Und hinter mir seht ihr jetzt die Semperoper. Das ist ein ganz bekanntes Opernhaus hier in Dresden. Das wurde nach dem oder im Zweiten Weltkrieg ziemlich zerstört und danach wieder aufgebaut. Und heute kann man da zum Beispiel natürlich Opern sich anschauen und anhören oder man kann da drin auch eine Führung mitmachen. Janusz, wir sind jetzt im Zwinger. Weißt du eigentlich, was das für ein Ort ist? Ja, eigentlich schon, aber gerade habe ich eine Geschichte von Sarah gehört. Und zwar, als Sarah gehört hat, dass es in Dresden hier so einen Zwinger gibt, da dachte sie, das wäre ein Swinger-Club. Ja, das ist es tatsächlich nicht, aber lustige Verwechslung für alle von euch, die als erstes dieses Wort hören und nicht verstehen. Ein Zwinger ist eigentlich eine Festungsanlage, ne? Und das hier war tatsächlich früher einfach eine Festanlage, ein großer Garten. Und da drumherum gibt es eine Galerie und es gibt sogar viele Museen hier verbunden. 1709 gebaut unter August dem Starken. Und der hat sogar eigentlich geplant, dass das hier nur ein Vorgarten ist und dahinter ein riesiges neues Schloss gebaut wird, wurde aber nie gebaut. Es ist unglaublich, mit welchem Prunk die Leute damals gelebt haben, also die wenigen aristokratischen Leute. Die wenigen, die das Geld hatten, haben mit viel Prunk gelebt. Ja. Und das ist auch bis heute noch eines der bedeutendsten Barockgebäude oder Barockgebäudekomplexe hier in Dresden. Es gibt im Zwinger auch viele Museen, zum Beispiel den Mathematisch-Physikalischen Salon. Es gibt hier auch eine riesige Porzellansammlung. Und wenn ihr Kunst liebt, dann interessiert euch vielleicht dieses Gebäude, die Gemäldegalerie Alter Meister. Sarah war da schon drin. Welche alte Meister sieht man denn da zum Beispiel? Zum Beispiel die Madonna Sixtina von Raphael. Guck mal, Tari. August der Starke war nicht nur Kurfürst von Sachsen, sondern auch und vor allem war er König von Polen. Was letztendlich bedeutet, dass all das uns gehört.
Hinter mir seht ihr jetzt den sogenannten Fürstenzug. Und das ist das größte Porzellanwandbild der Welt. Und das besteht tatsächlich aus 23.000 einzelnen Porzellanfliesen. Und was man da drauf sieht, das sind die Leute, die hier in Dresden und in Sachsen seit dem Mittelalter geherrscht haben. Und dieses Ding ist ganz schön groß, über 100 Meter lang. Es gibt also viel zu entdecken. Wir bekommen auch in letzter Zeit immer wieder Fragen von euch zum Thema Deutsch sprechen. Wenn man Deutsch lernt, dann muss man natürlich nicht nur das Hören und das Lesen lernen, sondern am besten auch das Sprechen aktiv lernen. Und wir müssen euch dann immer schreiben, dass wir leider selber keinen Privatunterricht anbieten. Aber wir haben einen guten Tipp für euch und das ist unser Partner iTalki. iTalki ist eine Plattform und dort gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die professionell Deutsch unterrichten und mit euch Deutsch online üben. Und es gibt dort wirklich viele Profile, von denen ihr auswählen könnt, auch mit unterschiedlichen Preisen. Und vielleicht ist das was für euch. Probiert das mal aus. Auf go.italki.com/easygerman könnt ihr euch registrieren. Und dann weiß iTalki, dass ihr von uns kommt. Und ihr bekommt sogar noch $10 iTalki Credit geschenkt nach eurer ersten Stunde bei iTalki. Uns interessiert das, ob ihr das interessant findet und ihr das mal ausprobieren wollt. Schreibt uns gerne einen Kommentar und den Link findet ihr auch hier unten. Habt ihr schon mal mit iTalki gelernt? Ich freue mich, wenn ihr es ausprobiert. Wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind von der Altstadt in die Neustadt gefahren. In Dresden gibt es eine Altstadt und eine Neustadt. Die Neustadt ist aber auch schon ziemlich alt. Die heißt aber Neustadt, weil dieses ganze Areal hier 1685 bei einem großen Brand zerstört wurde und danach so richtig planmäßig neu aufgebaut wurde. Seitdem ist das hier die neue Stadt oder die Neustadt. Und Sarah, du wohnst ja auch, das ist eine beliebte Gegend. Ja, es ist sehr schön und hier, es gibt viele Leute, immer viel zu tun. Immer viel zu tun. Die Gegend ist nämlich dafür bekannt, dass es viele Bars, Kneipen, Restaurants gibt und das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir an einem Ort, der angeblich extrem populär ist. Nachts ist hier wohl richtig Rambazamba. Das ist das bekannte Assi-Eck. Früher war das hier das Meinl-Eck, denn dort gibt es ein beliebtes Musikhaus, da wo Janusz gerade reingeht. Und früher war das hier das Musikhaus Meinl, das dieser Ecke den Namen Meinl-Eck gegeben hat. Irgendwann hat dieses alte Musikhaus aber dann geschlossen. Und es war aber immer noch ein populärer Platz zum Abhängen. Also es sind irgendwie nachts viele Jugendliche hier. Und weil die sich manchmal ein bisschen asozial benehmen, wird das hier wohl das Assi-Eck genannt. Ich schaue mich jetzt mal um und guck mal, was die anderen machen. Janusz kommt aus dem Musikhaus wieder raus. Hast du was gefunden, Janusz? Ich habe ja gar nichts gesucht. Ich wollte nur meine Augen kurz erfreuen an den wunderschönen Sachen dort. Ja. Und das ist ein sehr schöner Laden, so ein bisschen chaotisch und mit ganz vielen so unerwarteten Instrumenten auch. Gut, dann gucken wir uns mal weiter hier um. Ja. Janusz und Erik sind gerade im Spätkauf, der heißt besser spät als nie und wollen hier die Tradition ein bisschen fühlen und holen sich gerade, glaube ich, ein Bier. Na, wollt ihr einkaufen? Ja. Was habt ihr denn da mitgebracht? Ach du Scheiße. Ui, Vorsicht. Hier haben wir einen schönen Schnaps, der von innen wärmt, Gebirgskräuter, wunderbar.
Das ist auch wichtig, denn es ist kalt heute in Dresden. Es ist minus 5, 3, 4? 3. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir wohl einen trinken. Ja, bitte. Ja, wir trinken jetzt mal hier einen Schnaps. Ah, lecker, so macht man das ja hier in Dresden auf der Straße. Wie schmeckt's, Janosch? Das machen nur die schlechten Jugendlichen hier, glaube ich, an dieser Ecke. Ja, du bist doch auch so ein Berufsjugendlicher, das passt doch zu dir. Schmeckt's dir, Erik? Ja, schön kräuterig, wunderbar. Ja, Sarah, irgendwie habe ich mir das hier anders vorgestellt. Ich dachte, hier ist richtig viel los. Ja, aber es ist noch früh. Dann die Leute, junge Leute kommen hier später, vielleicht um 20 oder 21 Uhr. Okay, also um 4 Uhr trinkt hier noch keiner, nur wir doofen Touristen. Ja. Ja, Leute, wir sind jetzt total durchgefroren. Es ist mittlerweile minus 6 Grad in Dresden. Und wir sind jetzt aber zu einem besonderen Ort gekommen, um uns aufzuwärmen. Erik, was ist das für ein Ort? Ja, das war früher mal eine Molkerei und heute ist es aber ein Milchladen. Der verkauft aber nicht nur Milch, sondern auch Käse und andere Sachen. Und ein leckeres Heißgetränk. Damit wärmen wir uns jetzt auf. Das ist heißer Aperol. Und du hast Kinderpunsch. Ja, und ist lecker auch. Ganz lecker, ne? Ja, wir haben uns hier eine kleine Käseplatte gegönnt und ihr könnt hier auch mal vorbeikommen. Funz Molkerei, den Laden gibt es schon seit 1880 oder so und es sieht immer noch wunderschön aus und man kann hier Milch und Käse und andere schöne Dinge kaufen. Leute, die Nacht ist herangebrochen. Mittlerweile sind es minus 9 Grad hier in Dresden. Aber wir geben nicht auf und zeigen euch trotzdem die Highlights. Wir sind jetzt an einem echten Wahrzeichen der Frauenkirche in Dresden. Warum, wofür ist diese Kirche berühmt, Erik? Ja, diese Kirche ist ganz berühmt, weil die nämlich im Zweiten Weltkrieg eigentlich komplett oder fast komplett zerstört wurde und dann wieder aufgebaut wurde. Und diese Fertigstellung dieses Neubaus, die war erst 2005. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass diese Kirche wieder so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und du hast mir noch einen Fun Fact genannt zu den hellen und dunklen Steinen. Ja, man hat tatsächlich die alten Steine, die man noch verwenden konnte, wieder in die neue Kirche eingebaut. Und das sind die dunklen Steine, die man sieht. Und die hellen, das sind dann neue Steine, die man da eingebaut hat. Und wenn ihr hier in Dresden seid und vielleicht es gerade nicht minus 9 Grad sind, können wir euch auch empfehlen, da mal nach ganz oben zu gehen. Kostet 10 Euro, aber dafür hat man einen Top-Blick über die ganze Stadt. Unsere letzte Station für heute ist der Dresdener Striezelmarkt. Ein Weihnachtsmarkt hier in Dresden und zwar einer der ältesten der Welt. Der findet jedes Jahr hier auf dem Altmarkt statt. Und Janusz, jetzt rat mal, seit wann gibt es diesen Weihnachtsmarkt hier auf dem Altmarkt? Der älteste in der Welt. 30 Jahre nach Jesu gestorben ist. So lange gibt es ihn noch nicht. Rat mal weiter. Ich schätze, irgendwo Anfang Renaissance. 1434. Seit 1434 gibt es diesen Weihnachtsmarkt hier auf dem Altmarkt in Dresden. Weiß nicht, was die damals gemacht haben. Wahrscheinlich auch schon Wein getrunken, weil sonst hält man es ja im Winter hier kaum aus auf der Straße. Und auch Bier, glaube ich. Aber Bier mit Gewürzen, kann ich mir vorstellen. Wir schauen mal, was es hier gibt und laden euch ein, mal mitzukommen. Erik und Janusz probieren jetzt für euch eine echte Dresdner Spezialität und zwar ist das der Stollen.
Ein Stollen ist eine Art Kuchen mit Rosinen und verschiedenen anderen Zutaten. Und uns wurde gerade gesagt, man soll den eigentlich nicht bei minus 9 Grad probieren, aber wir machen das jetzt mal trotzdem. Bei Zimmertemperatur schmeckt er eigentlich besser. Wie schmeckt's dir, Janusz? Kalt und fest und süß und lecker. Und dir, Erik? Fast wie ein Weihnachtseis, weil gefroren. Aber sehr gut. Also wenn ihr hier seid, solltet ihr zur Weihnachtszeit unbedingt diesen Kuchen probieren. Außerhalb der Weihnachtszeit isst man den eigentlich nicht, oder? Habe ich selten gemacht. Nee, ich glaube nicht. Ist eine echte Weihnachtsspezialität hier aus Dresden. Wir hätten gerne 2 Glühwein weiß, einen heißen Aperol Spritz und eine heiße Schokolade. Was für ein passender Abschluss zu unserem schönen Tag. So, Janusz, jetzt geht's los. Das war unsere letzte Episode für dieses Jahr. Wir hoffen, ihr habt einige Tipps mitgenommen, was ihr euch mal in Dresden angucken könnt. Kommt unbedingt hierhin, es ist eine wunderschöne Stadt. Und wir machen jetzt eine kleine Weihnachtspause. Aber in dieser Zeit könnt ihr auch weiter mit uns üben, nämlich als Mitglied von Easy German. Ihr könnt auf easygerman.org/membership gehen und dort bekommt ihr viele tolle Dinge, auch ein super Weihnachtsgeschenk zum Beispiel für euch selbst oder für eure Freundin oder euren Freund. Ihr könnt dort nämlich mit uns chatten und ihr könnt zum Beispiel interaktive Übungen machen zu all unseren Videos. Ja, und auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder Übungen. Erik bereitet die vor und da könnt ihr dann nochmal tiefer einsteigen in die Vokabeln, in die Grammatik und euer Deutsch verbessern mit Easy German. Probiert das mal aus und mit dem kleinen Beitrag, den die Mitgliedschaft kostet, unterstützt ihr gleichzeitig unsere Arbeit. Wir sind zurück am 1.1. auf diesem Kanal und jetzt sagen wir erstmal Prost. Prost. Tschüss und frohe Weihnachten.